In der heutigen Folge schippern wir mit viel Getöse auf die kleine Insel Pamilakan, wo wir das Eimern professionalisieren und viel Zeit damit verbringen, in den Tag zu leben. Guten Morgen, wir sind gerade aufgewacht und haben schon mal gepackt, denn heute geht es nach Pamilakan. Das ist eine kleine Insel und auf dieser kleinen Insel machen wir das, was wir besonders gut können, nämlich entspannen, ausspannen und einfach mal nichts tun, die Seele baumeln lassen. Man könnte auch sagen, lesen, Musik hören, sich Gedanken machen und einfach in der Hängematte rumliegen. Baden, schwimmen, schnorcheln, naja, sollte erstmal reichen. Das ist auf jeden Fall der Plan und deswegen verlassen wir hier unsere Hütte und fahren gleich mit dem Tricycle erstmal zur Fähre bzw. zum kleinen Boot, um dann abzuhauen. Ja, wir müssen zwischendurch noch nach der Villa ran, da umsteigen in den Bus. Und Geld brauchen wir auch noch, weil es gibt kaum Automaten auf der Insel. Jetzt müssen wir extra in die Hauptstadt. Wir nehmen euch aber nochmal mit auf eine kurze Roomtour. Hier ist unsere Hütte. Ganz für uns alleine. Der Eingang. Und schon sind wir in der Küche, im Wohnzimmer und im Flur. Kleiner Kochgelegenheit, Waschbecken, Tisch. Es gibt sogar hier einen kleinen Kühlschrank, Wasserspender. Dann haben wir hier das Schlafzimmer. Hanno demonstriert schon, wie das geht morgens. Denn in der Ecke ist auch ein Mückennetz. Das machen wir mal ab, wenn es uns tagsüber, weil es stört dann schon ein bisschen. Ja, hier, ne? Platz für die Rucksäcke. Und dann noch das Bad schön hinterm Vorhang. Ah, Licht an. Ja, ne, alles, was man braucht. Dusche, Kaltwasser, leicht salzig, aber gut. Aber es ist sauber, ist echt cool. Okay, wir haben unser Tricycle schon mal gefunden. So, auf geht's. Heute ist es ein bisschen eng hier. Haben nicht so richtig viel Platz. Wir fahren jetzt erstmal zum ATM, um Geld abzuheben. Und danach... danach geht's zu unserem Boot, das uns nach Pamilakan bringt. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high. Bisschen eng. Komm schlecht hier rein. Going out of ourselves, can you feel? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing with the wheels, it won't stop turning. So take me on a trip, trip, trip. Now, trip, trip, trip. Oh, flick that switch, kill the lights. So, wir sind da. Jetzt noch ein bisschen Geld abheben und weiter geht's. So, schon sind wir da. Jetzt ist es, ein Moment, 8.52 Uhr, um 10.30 Uhr fährt unser Boot. Also haben wir noch ein bisschen Zeit zum Lesen und Dinge tun. Naja, auf jeden Fall sind wir nicht zu spät, ne? Nee, das war auch nicht so geplant. Wir hatten eigentlich geplant, dass wir jetzt noch ewig mit Bus und Jeepney fahren müssen, aber wir haben einen super Preis mit dem Tricycle bekommen. Bye bye! Seht ihr die kleine Insel da hinten? Das habe ich kaum zu sehen. Da, wo das Boot fährt. Und das ist Pamilakan Island und da wollen wir gleich hin. Na? Und werden wir früh abgeholt? Wir haben jetzt 40 Minuten hier gewartet und jetzt ist hier auf jeden Fall ein Boot angekommen. Das hat leider einen anderen Namen als das, was uns gestern an der E-Mail gesagt worden ist. Aber ja. Okay, perfect. You're from Mary Cottage. Yes. I'm the son of Mary. Oh, perfect, thank you. But now she told us a different boat name on the email, so we were a bit confused. But thank you.
Naja, also, ja, sagt er jedenfalls. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt ein anderes Boot. Das heißt, wir müssen, genau, wir müssen ein bisschen flexibel bleiben. So, wir haben jetzt hier 40 Minuten gewartet und jetzt ist auch ein Boot hier angekommen. Das ist zwar nicht das, was uns gestern per E-Mail... hier, mach du. So, 40 Minuten sind um, Boot ist da. Ist zwar nicht das, was wir in der E-Mail, also der Name des Bootes ist nicht das aus der E-Mail, aber egal, heißt Juma. Und der Bootsmann ist der Sohn von Mary, der wird schon wissen, wo er uns hinführen soll, ne? Steigen wir da mal ein und fahren hoffentlich zu Mary's Cottages auf Pamilakan. So, das ist schon das gute Boot. Yeah, thank you. Ja, kann losgehen. For me, up. No bigger. Just the same. Sieht so aus, als hätten wir hier unser eigenes Boot für uns. Ja, haben wir ja. Dafür haben wir 2500 Pesos hingelatzt. Ja, hoffentlich hin und zurück, wissen wir noch nicht so genau. Ja. Aber wahrscheinlich. Oh, jetzt geht hier die Party los. Susunada mo tatakiya. Ha? Susunada mo tatakiya. Amigo, tari na po. Ah, tari. Ich hoffe, dass er noch mal irgendwann einen Motor anschmeißt, aber wird schon, ne? So ist auf jeden Fall schön ruhig und entspannt, würde ich sagen. Ja, dauert dann aber auch ein bisschen. Ja. Also mit dem Motor dauert es eine Stunde, so halben Tag. Okay, enjoy the noise of the engine. More balance. Yeah, balance. Yeah. Yeah. For the balance. Thanks a lot. Hey, boleh korang usah tau. All right, I can take it. Yeah? Okay, thank you. Really heavy. It's with me. So, und schon sind wir da. Hier ist schon Mary's Cottage. Hello. Hello. Thank you for organizing the earlier boat. Yes. Yeah. Yes. I will give you a welcome drink first. Thank you. Wow. Thank you. Ja, und das ist dann wohl Mary. Guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Wir nehmen euch heute mal mit über die Insel Pamilakan. Wir haben die selber noch nicht erkundet und schauen einfach mal, was uns hier heute erwartet. Beach.
Also Bananen gibt es hier auf jeden Fall genug auf der Insel. Das hier alles sind Bananenstauden. Hallo. Wie heißt du? Ich bin Schwein. Auf Pamilakan leben ca. 200 Familien und insgesamt sind das, weiß nicht, 1800 Leute, die hier unterwegs sind. Und Pamilakan wurde mal von den Spaniern besetzt, deswegen steht da hinten noch so ein Fort. Das können wir euch gleich nochmal zeigen. Und das Fort soll mal als Piratenausguck gedient haben. Hier ist noch so ein kleiner Kiosk, kann man sich ein bisschen was einkaufen. Und schon sind wir bei der örtlichen Bäckerei angelangt. Und zwar gibt es hier eigentlich alles. Brötchen, Kekse und Kuchen. So, und direkt daneben ist auch schon das Krankenhaus. Wir sind hier mitten im Ortskern sozusagen. Und ein paar hundert Meter weiter sind wir hier auch schon bei der Schule angelangt. Das ist eine Grundschule. Und heute ist Samstag, deswegen sind hier keine Kinder. So, das sind übrigens die Hütten, in denen ja, die Inselbewohner wohnen. Die Pamilakaner. Hier wohnen die Pamilakaner drin. Ja, schon sehr einfach gehalten und ich sag mal, der Lebensstandard ist jetzt nicht der allerhöchste, sag ich mal. Aber die Leute wirken tatsächlich sehr fröhlich und zufrieden, oder? Auf jeden Fall sind sie sehr nett. Ja, stimmt. Alle grüßen, alle sind freundlich, alle sind nett. Schön ist das, ne? Schön, schön, schön. Ein Dreckproblem haben sie trotzdem. Ein Plastikproblem haben sie trotzdem. Ja, stimmt. Das ist leider auch hier so. Wir haben den Strand gefunden. Da vorne ist er. Auf jeden Fall ist es blau. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Da ist Wasser. Hier ist eigentlich auch ganz schön. Die Dinger kann man mieten. Hier haben wir so ein paar Bäume. Hallo. Good morning. Ja, und da ist auch schon der Strand. Also hier ist es auf jeden Fall schon mal schön. Aber es ist noch nicht der weiße Puderstrand, der uns hier versprochen worden ist. Deswegen suchen wir jetzt nochmal weiter. Guckt euch das mal an hier. Der ganze Strand ist voll mit Boden. Ah, und wir sind auf einer Insel, oder? Ja, ich komme noch dazu. Ah, okay, dann macht jetzt wieder alles Sinn. Hallo. Hallo. Oh, hier gibt's lecker Brötchen. Hier auf Pamilakan ist auf jeden Fall nochmal richtig authentisches Dorfleben angesagt. Hallo, good morning. Is passing by? Yeah. You want to take pictures of the hier gibt's riesige, riesige Muscheln. Die haben sie hier direkt aus dem Meer rausgefischt. So, jetzt wo wir das Dorf auch gesehen haben, haben wir uns gedacht, gehen wir doch nochmal zum richtigen Strand. Okay, um ehrlich zu sein, ja, wir haben uns ein bisschen verlaufen.
Unser Navigator hat uns nämlich in die Irre geführt. Nicht auf den Navigator schieben, weil der Fahrer hat noch nicht mal zugehört, wo es hingeht. Das sind immer die Ausreden des Navigators. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir haben hier schon mal Palmen und da hinten ist wieder was Blaues. Und wenn ich mich nicht recht täusche, sind wir diesmal auf dem richtigen Pfad. Hier wird noch mit der Hand gewaschen. Nichts mit Waschmaschine. Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning. Like a warning. Ah, wir nähern uns dem Strand. I felt your heartbeat, felt your mouth ring. Wir haben den Strand immer noch nicht zu 100% gefunden. Also die Richtung stimmt schon mal. Wir müssen den Strand jetzt noch ein bisschen weiter runterlaufen und dann soll da der phänomenale Beach sein, von dem wir so viel gehört haben. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir den Strand gefunden haben, haben uns hier breit gemacht und Caro geht jetzt ins Wasser. Achtung! Nach unserem Erfolgserlebnis gönnen wir uns abends noch einen Sonnenuntergang. Und auch wenn wir nicht so die Sonnenuntergangsgucker sind, muss ich sagen, war der schon wirklich wunderschön. Das ist schon wieder der letzte Tag hier auf Pamilakan und ich hatte euch ja noch versprochen, dass ich euch das vorzeige. So, das hatte ich ganz vergessen, deswegen zeige ich euch das jetzt mal. Es ist übrigens 6 Uhr morgens, das ist hier die normale Zeit, wo die Leute aufstehen. Ist nicht immer gut, meine Zeit ist es schon, Carola pennt gerade noch. Aber pass mal auf, ich zeige dir jetzt mal das vor. So, da ist es. Das Ding wurde von den Spaniern hier hingesetzt und es diente zwischenzeitlich mal als Piratenausguck. Hallo, morning. Guten Morgen, Kuh. Frühstück? So, das ist der Platz, wo wir uns die meiste Zeit aufgehalten haben. Das ist ein Baum, der spendet Schatten. Und wenn du hier umdrehst, hast du hier das Meer. Okay, jetzt gerade Ebbe. Kann ich auch gleich mal das kleine Manko hier zeigen. Das ist nämlich voll mit Steinen, aber ja, trotzdem schön hier. Wollen wir uns gar nicht mal beschweren. Könnte ich euch noch mal zeigen. Ah ja, richtig. Okay, genau. Hier im Dorfkern gibt es noch eine Kirche. Die kann ich euch noch mal kurz zeigen. Wir gehen hier einmal kurz durch. Oh. Ah, die sind so laut.
und es ist noch viel zu früh. Die Hähne hier, das sind übrigens Kampfhähne, muss Abstand halten. Die werden hier tatsächlich zum Kämpfen eingesetzt. Das ist kein Witz. Die treffen sich nämlich immer jeden Sonntag und dann ist erstmal Hahnenkampf angesagt. Deswegen sind die Hähne hier auch überall angebunden, damit die hier niemand klauen. Ne? Nee, damit sie nicht wegrennen natürlich. So, jetzt sind wir auch schon bei der Kirche. Das ist sozusagen hier im Mittelpunkt. Hallo! Haha, too early! Habt ihr das gehört? Es ist gerade mal 7 Uhr morgens und der Nachbarsjunge Jack will mit Hanno ein Bier trinken. Naja, jedem das seine. Ihm war es auf jeden Fall zu früh. Hier sind wir gestern Abend noch hingegangen. Ich muss noch ein bisschen leise sein, weil ich schlafe noch. Die haben hier selbstgemachte Eiscreme. Ziemlich geil. So, bevor wir wieder abhauen, zeige ich euch noch mal kurz unsere Hütte. Das ist wirklich die spartanischste Hütte, die wir jemals hatten. Wirklich sehr spartanisch. Wir haben hier nur ein kleines Bett. Super easy mit diversen Polsterungen ausgestattet. Und dann ist das hier unsere Klimaanlage. Jetzt klingelt gerade mein Wecker. Ah, ich muss packen. Denn wir hauen gleich ab. So, dann ist das hier das Badezimmer. Ich zeige euch mal, wie man hier das Licht anmacht. So macht man hier das Licht an. Das hier ist unsere Dusche. Das hier unsere Toilettenspülung. Ja, und das ist die Toilette selber. Das ist unsere Hütte von außen übrigens. Und hier gab es für uns Frühstück, Mittag und Abendessen. So, das war's auch schon wieder. Tschüss, Pamilakan. Wir fahren jetzt zurück nach Bohol. Und unser Boot wartet hier schon. Been feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold. I can't let it go. Chin up, no one knows. Bye bye, Pamilakan. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace and leave me till tomorrow. Wind into my sail. Away from things I let go, floating on the waves. We go bottoms up, we go all the way. When you're feeling down, push the pain away. We go bottoms up, we go all the way. And face this shit another day. We go bottoms up. So, da sind wir schon wieder zurück auf Bohol oder auch Bilhel, wie der Ostdeutsche sagen würde. Na, freust du dich? Ja. Fühlt sich fast an wie Festland, ne? Fast. Ich bin noch ein bisschen taub. Vom Motor. Ja. Thanks a lot. Okay, ja. So, da steht auch schon ein Tuk-Tuk-Fahrer. Ja, it's schon wieder verhandeln hier. Ja? Müssen wir einen guten Preis noch raushandeln, aber wie viel wir da haben? 250 zahlen wir nicht. 250 zahlen wir aber nicht. Nee, und 200 wollen wir auch nicht zahlen. 150 wollen wir zahlen. Wir wollen eigentlich nur 100 zahlen. Ja. So, die Jungs fahren jetzt wieder zurück nach Pamilakan und wir
Wir müssen jetzt erstmal. Okay, let's go. 150? 150? Ja, 150 nehmen? Jo. Okay, jetzt haben wir ihn doch für 150 bekommen. Ja, going to Carmen. Langsam haben wir es raus. Deutlich besserer Preis. So, im Plan ist es jetzt übrigens, morgen die Chocolate Hills anzugucken. Da wurde der neue Dumbo-Film gedreht. Und wenn wir Glück haben, sehen sie auch schon schokoladig aus. Dann sind nämlich die ganzen Blätter schon drauf. Jetzt habe ich Hunger auf Schokolade. Gibt es da Schokolade bei unserer Villa? Ich glaube eher nicht. Wir fahren jetzt übrigens zur Villa Carmen. Da sind wir heute noch untergebracht. Heute haben wir erstmal nichts geplant. Wir müssen uns ja erstmal wieder akklimatisieren und das tun. Denn wir sind eher so als Nichtstun gewöhnt. Ja, wir haben auch eine ganz schön lange Internetliste. Weil auf der Insel gab es ja keins. Was sagt man dabei? Heißt, wir müssen noch ein bisschen was organisieren heute und deswegen wird es heute nicht allzu viel mehr zu berichten geben. Wir sind jetzt am Busbahnhof und von hier aus geht es weiter nach Carmen. Da ist unsere Villa und da sind auch die Chocolate Hills. Ja, fast. Hallo. Hallo. Das scheint schon der Bus nach Carmen zu sein. Allerdings machen die noch sauber, deswegen müssen wir noch ein bisschen warten. Der Bus fährt jetzt leider weg. Vielleicht war es doch nicht unser Bus. Also hoffentlich. Okay, nehmen wir doch einfach den, wo Carmen draufsteht. Ist gar nicht so schwer mit den Bussen hier, ne? Nee, eigentlich nicht. Steht ja immer alles dran. Okay, ist doch nicht so einfach. Naja, schon. Der fährt wieder weg. Ja, wir warten einfach auf den nächsten. Geduld, Geduld. Es kommt schon mal einer, da steht an Tag Villaran Carmen und da wollen wir dann mitfahren. Irgendwann heute im Laufe des Tages. Der Bus ist endlich da, aber es ist echt eng. Also. Sieht man das hier? Ja. Das hier, das ist mein Bein. Hier endet der Sitz. Mein Arsch ist hier direkt an der Lehne. Warte mal, jetzt direkt an der Lehne. So, und das hier sind meine Beine. Na, schon eng, ne? Ja, schon ein bisschen öserdienmäßig, aber wir sitzen. Wir haben jetzt 2 Stunden in der fahrenden Ölsardine verbracht und sind jetzt angekommen. Also die Carmen Villa muss hier irgendwo sein. Ja, hier, also. Oh, geiler Ausblick. Moment, zeige ich euch gleich. Hallo. Wir haben es geschafft, wir sind in der Villa. Du bist erstmal eine leckere Begrüßungslimo. Lecker, ganz süß. Genau, und jetzt müssen wir ja nochmal Abendbrot aussuchen. Das muss man nämlich vor 17 Uhr hier mal bestellen. Haben wir hier. Aha. Sweet and Sour Chicken. Also viel Chicken, Pork, Seafood. Dann kommt schon Frühstück. Frühstück.
Vegetarian auf der letzten Seite. Und Getränke. Okay, übersichtlich. Ha, wir haben wieder richtige Wände. Und ein richtiges Bett. Schön. Nee, schön ist es wirklich nicht. Ja, ist okay. Aber wir haben keinen Schlüssel. Ich gehe mal einen Schlüssel suchen. Okay. Beim nächsten Mal schauen wir uns die lustigen Chocolate Hills an, machen eine aufregende Fahrt mit dem Jeepney und steigen mal wieder ins Flugzeug nach Singapur. In 2-3 Stunden sind wir da. Echt? So schnell geht das? Ja. Krass, wusste ich nicht.